vorher noch eine kleine Info. Also das Rathaus hier, das habe ich nur hingestellt, dass nichts gespoilert wird, weil das nehme ich jetzt nach dem Part aus. Aber die eigentliche Info ist, dass ich jetzt mein neues Kanaldesign habe. Also jetzt habe ich ein neues Profilbild, neuen Banner und ein neues Intro. Das seht ihr jetzt gleich auch. Und das hat mir der The Emil Crafter erstellt. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, und dann geht's jetzt los. Bis gleich. Willkommen zurück zu meiner kleinen Let's Play Clash of Clans Serie. Und ich habe ja schon gerade meine Juwelenkiste abgebaut. Ja. Und ich habe auch wieder zwei Bauarbeiter frei. Das heißt, ich glaube, ich gehe erstmal angreifen. Geht das? Naja, ich guck erstmal im globalen Kampf. Nee, der hat zu wenig. Also Gold und so. Ja, das ist doch gut. Und ich wollte euch nochmal fragen, es gibt ja so ein paar Spekulationen über neue Truppen. Zum Beispiel ein Yeti oder so. Der ist so was ähnliches wie ein bisschen leiser stellen. Der ist so was ähnliches wie ein Kobold, nur dass der aus dunklem Elixier bestehen soll. Das sind so ein paar Spekulationen. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr auch schon ein paar Truppen kennt, die es vielleicht bald geben soll. Wenn ja, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, weil mich würde das auch interessieren. So. Das schaffen wir locker mit den ganzen Magiern. Ich glaube, vielleicht sogar nur einen gebraucht, aber ist ja egal. So, da haben wir wieder halb voll unsere Lager. Und ich trainiere ungefähr so gleich viele. Ja, so. Was könnte ich ausbauen? Das mache ich einfach mal. Das auch. Also später in den späteren Let's Plays, wo die ganzen Sachen auch eine Stunde oder sogar ein paar Tage dauern, da mache ich wahrscheinlich eher alle 2-3 Tage ein Let's Play, weil das nützt ja nichts, wenn dann man jeden Tag ein Let's Play macht und man kann immer noch nichts Neues bauen. Okay, einen Bauarbeiter habe ich noch, dann würde ich sagen, greife ich noch einmal kurz an, bis ich 2000 habe. Der da hat zwar 4, aber der hat zu gute Abwehr. Der hat auch schon zu gute, leider. Aber der hatte auch viel zu wenig Gold und Elixier. Oh, schon Minenwerfer. Schlecht. Für uns natürlich. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht so viele suchen, weil, guck mal, unser Stand verringert sich immer. Ich würde mal einfach sagen, ich tue hier ein paar Kobolde hin.
so dass ich halt nur ein bisschen Gold klaue. Nee, auf 50% kann ich hier nicht kommen. Leider. Schön, und da ist unser Lager schon komplett voll. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt auch schon auf, weil es nützt ja nichts. Und da will ich meinen Bogenschützenturm upgraden. Solange ich diese Juwelen habe, gebe ich das jetzt auch schon vor. Also so. So. Meine Meme muss ich auch noch mal bald upgraden. Ich glaube, ja, die zwei. Ja. Und die direkt auch. Schon Level 5, gut. Jetzt habe ich hier alle auf Level 2. Mein Lager braucht noch nicht geupgradet werden. Ich habe eine Kanone, könnte ich schon noch eine bauen. Dann mache ich das auch direkt. Und gleich in diesen 50 Sekunden dann in den 50 Sekunden, die warte ich noch kurz und dann baue ich Mauern. Wie ihr seht, ich bin noch in keinem Clan, weil die Clanburg einfach viel zu teuer ist. Das wird dann auch später kommen. Ja. Also, ich wollte ja auch noch von den paar neuen Truppen erzählen. Es soll ja vielleicht ein Yeti geben, habe ich schon gesagt. Und vielleicht auch ein Bauarbeiter auf Level 2. Habe ich ein Bild gesehen, aber das ist natürlich nicht echt. Und der hat darunter geschrieben, dass er hofft, dass das bald gibt. Und das war so ein Bauarbeiter auf Level 2, der konnte 10% schneller bauen und das hätte dann 50.000 dunkles Elixier gekostet und da würde ich auch halt sagen, dass das 50.000 viel zu viel ist dafür. Weil guck mal, wenn ihr das 10% schneller haben wollt, das ist ja nicht viel. Von 10 Tagen, wenn man Rathaus auf 10 macht, dauert das glaube ich 10 Tage. Wenn ihr dann nur noch 9 braucht, ist ja kein großer Unterschied. Also wenn es das gibt, würde ich lieber dann nicht die kaufen, weil das ist wirklich richtige Verschwendung von dunklem Elixier. Ich guck gerade mal, wie ich das aufstellen könnte, damit das alles passt. Das könnte ich hier erstmal wegstellen. Alle Sachen, die ich nicht brauche, alle hier stelle ich mal weg. Und dann gucke ich mal. Oh Mist. Habe ich noch ein paar? Ja, dachte ich nämlich auch. Okay. Nee. Was? Hier gibt es gar keinen Bearbeitungsmodus. Oh. Dann war das natürlich schlecht, was ich hier gemacht habe.
Ich dachte, hier gäbe es so einen Bearbeitungsmodus. Wie ist das auf ein Handy oder so auch gibt, aber komisch. Dann versuche ich jetzt einfach mal hier so das hinzukriegen. So. So ist doch am besten. Das kann erstmal raus. So, dann muss ich den Bauern jetzt komplett von Hand setzen, aber ist ja nicht so schlimm. Und ich sehe auch schon, dass der Part sich zu dem Ende neigt. Ja, und was? Es gibt doch nicht nur so wenig Mauern, oder? 25 neue. Okay, wenn es wirklich so wenig gibt, würde ich mal sagen, dass ich diese zwei Dinger hier rausstelle. Dann lass mal so probieren. Naja. Das hat es jetzt auch nicht viel gebracht. Egal. So sieht es ja schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Ja, so kann man es doch erstmal lassen, würde ich sagen. Ja, so sieht's jetzt nach dem zweiten Part aus. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!